Wir waren kürzlich im Landgasthaus Adler essen in Güttingen und dazu muss man vielleicht vorab wissen, bei uns heißt in jedem Dorf, in jedem zweiten Dorf gibt es ein Gasthaus namens Adler und das ist eben der Adler in Güttingen und den habe ich in guter Erinnerung. Ich war hier früher ganz oft essen mit meiner Familie, hier wurden Hochzeiten gefeiert, Beerdigungen, naja, die feiert man nicht, Leichenschmaus, ihr kennt den Begriff vielleicht, solche Sachen, also da wurde auf jeden Fall viel gespeist in meiner Kindheit, als ich mir das Restaurant noch nicht selber raussuchen durfte und irgendwie hatte ich jetzt nach 15 Jahren oder so mal wieder das Bedürfnis dort zu essen, um mal herauszufinden, ob es immer noch gut ist. Ich hatte das so in Erinnerung, es ist relativ preisgünstig und reichlich und wir werden mal sehen, in dieser neuen Folge Restaurants und Lieferdienste ausprobiert, ob das immer noch so ist wie vor circa 15 Jahren. Also, wir befinden uns hier auf der offiziellen Webseite. Der Adler in Güttingen, der bietet nicht nur einen Gasthof an, sondern auch ein Gästehaus. Da kann man übernachten, Hotel, und so weiter. Preise, das lassen wir alles außen vor, weil wir wollen ja nicht das Hotel testen, sondern die Küche. Es gibt hier Speisekarten. Preise stehen da, glaube ich, keine dabei. Und dann gibt es hier noch Kontakt und Anfahrt. Hier können wir uns die Karte noch laden. Das Ganze liegt eben am Bodensee, gehört zur Stadt Radolfzell und ist etwa 20 Kilometer von Radolfzell entfernt. Ich habe scherzhaft zu meiner Begleitung gesagt, ah, das wird schon gut. Die sind gut bewertet. 4,3 Sterne übrigens bei Google Maps. Wir werden satt und dann meinte ich noch scherzhaft, freundlich sind die da nicht, aber darum geht's nicht, wir wollen ja essen. Und das haben wir also auch gemacht. Deswegen viel Spaß jetzt mit diesem kurzen Fazit. Wir sehen uns zunächst mal die Karte von außen an, hier in dem Schaukasten. Da gibt es zunächst mal Hausgemachtes, zum Beispiel Fleischkäse mit Spiegelei und Brot, paar Bratwürste, Schweinebratwürste, Hackbraten, Ripple, Maultaschen. Dann gibt es eine Feschbarkarte mit Schwartenmagen und Zwiebelsauce und Brot, Wurstsalat mit Brot und Käse bei Bedarf, russische Eier mit Brot, gekochter Wacholderschinken. Als nächstes sehen wir dann die Öffnungszeiten nochmal. Und dass es die Allergene- und Zusatzstoffkarte auf Anfrage bei der Bedienung gibt. Als nächstes gibt es hier die Salate und Suppen. Das ist recht übersichtlich. Die vegetarischen Gerichte ebenfalls. Und dann gehen wir recht schnell über zu den Fleischgerichten. Die sehen wir hier und es gibt Schnitzel vom Schwein mit Pommes, Rahmschnitzel mit Spätzle, Paprikaschnitzel mit Pommes, Jägerschnitzel mit Spätzle, Cordon Bleu vom Schwein mit Pommes und Gemüse, Schweinshaxe mit Salatteller, Truthahnsteak orientalisch und mit Reis. Keine Ahnung, was das in einem gutbürgerlichen Restaurant zu suchen hat. Außerdem Zwiebelrostbraten mit Pommes und Rumpsteak mit Kräuterbutter und ebenfalls Pommes. Das sind so die Fleischgerichte. Dann kommen jetzt die Tellergerichte, zum Beispiel Schweinefiletsteak mit Pilzrahmsoße und Spätzle oder Tafelspitz mit Meerrettichsoße und Kartoffeln, Wildpfeffer mit Spätzle und Preiselbeeren, Ochsenzunge und Madeira-Soße, Kroketten und Erbsen, Spaghetti Bolognese. Tellergerichte werden auf dem Teller gereicht, auch davon wird man satt, also man bekommt genau einen Teller und die anderen Gerichte oben, die werden in so Schüsseln gereicht, da kann man sich den Teller quasi selber füllen, das ist der Unterschied. Und ich möchte gerne betonen, dass es hier keine panierten Schnitzel auf der Karte gibt. Warum, das seht ihr später noch. Dann gibt es hier noch Spezialitäten des Hauses für zwei Personen, nämlich eine ganze Kalbshaxe mit Pommes, Spätzle und Gemüse, ein Chateaubriand, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Doppel-Lendenstück vom Rind, ebenfalls mit Pommes, Spätzle und Gemüse. Sowie die Adler Spezialplatte mit verschiedenen Steaks vom Rind, Schwein und Geflügel mit Pommes, Kroketten, Spätzle und Gemüse für knapp 70 Euro. Die Spezialplatte hätte uns eventuell sogar interessiert, allerdings war dann im Restaurant in der gereichten Speisekarte keine Rede mehr von den Spezialgerichten für zwei Personen. So, dann gibt es auch noch ein paar Fischgerichte. Pausiert das Video gerne bei Bedarf. Ich lese euch das jetzt nicht alles vor und es gibt noch ein sogenanntes Menü.
Bestehend aus Tagessuppe, Tafelspitz mit Meerrettichsoße und Kartoffeln oder Hirschragout mit Spätzle und Preiselbeeren plus Tagesdessert für 22,90. Dann gibt es eine riesige Weinkarte, wo man sich auch aussuchen kann, ob man da ein Glas möchte, 0,5 Liter oder gleich einen ganzen Liter. Also die Weinkarte, die ist echt mal sehr beeindruckend. Dann gibt es natürlich Aperitifs und Verdauungsschnäpse, heiße Getränke, alkoholfreie Getränke sowie Bier. Und damit sind wir dann erstmal durch mit der Speisekarte. Wir sehen hier den ganzen Schaukasten gleich nochmal in der Übersicht und dann gehen wir rein. Das heißt, zwei kurze Außenaufnahmen habe ich auch noch für euch. Man kann nämlich im Sommer auch sehr schön draußen sitzen, aber jetzt ist November, deswegen schauen wir einfach von draußen mal rein. So, ein Klo ist selbstverständlich auch vorhanden. Das ist sauber und ordentlich. Eins ist gesperrt, aber damit kann man leben. Ich war hier ganz alleine. So, im Speiseraum stand ich leider gefühlt ständig unter Beobachtung, deswegen konnte ich nur relativ wenig filmen. Ihr seht hier nochmal meinen Ausblick auf die Küche und den Tresen. Die Speisekarte war schnell gebracht. Getränke haben wir direkt bestellt. Das hat alles gut funktioniert. Dann haben wir, als die Bedienung wieder zurückkam, uns erlaubt zu fragen, was denn der Unterschied ist zwischen einem Rahmschnitzel und einem Jägerschnitzel. So eine richtige Antwort haben wir darauf nicht bekommen, nur dass beide Schnitzel nicht paniert sind. Und auf die Frage, welches Schnitzel denn paniert ist, haben wir die Antwort bekommen, ein paniertes Schnitzel ist ein paniertes Schnitzel. Ja, denkt euch selber euren Teil. Wir haben uns dann jedenfalls für das Tagesmenü entschieden und statt der Tagessuppe haben wir beide zu einem Aufpreis für 2,50 einen gemischten Salat bestellt. Und dann ging es auch nur so um die 10, 15 Minuten und dann waren auch schon unsere Hauptgerichte da. Das ging wirklich ziemlich schnell und ich zeige euch jetzt mal, wie das ausgesehen hat. Der Gastraum ist relativ gemütlich eingerichtet. Ihr seht aber, es ist viel los, beziehungsweise ihr hört es. Und so wurde unser Hauptgericht gereicht. Dazu muss ich kurz was sagen. Das ist eben der Unterschied zum Tellergericht. Also man füllt sich den Teller eben selber aus diesen Schüsseln, wobei die Dame zuerst diese Schüsseln serviert hat und dann erst die warmen Teller. Wenn man Hunger hat, zieht man diese Schüsseln natürlich intuitiv zu sich hin und daraufhin meinte die Dame, ach nein, es gibt noch Teller, ein bisschen Kultur müsse sein, wir sind hier nicht zu Hause. Denkt euch bitte auch dazu euren Teil. Ich komme da später nochmal drauf zurück. Jetzt möchte ich erstmal das Essen an sich bewerten und das mache ich relativ kurz. Das Essen war hervorragend, sogar die Preiselbeeren waren irgendwie was Besonderes. Es hat wirklich gut geschmeckt. Ich würde da locker die Note 1 bis 2 für geben. Die Soße war recht wild, die Preiselbeeren haben das Ganze schön süß gemacht und wenn man überhaupt irgendwas bemängeln wollte, dann hätte das Fleisch noch ein Ticken zarter sein können, aber wie gesagt, ich gebe trotzdem eine 1 bis 2, es hat hervorragend geschmeckt. Während wir also unseren Hauptgang genießen und schon zur Hälfte ungefähr aufgegessen haben, ist uns aufgefallen, dass wir noch gar keinen Salat hatten. Nachdem die nette Bedienung dann 10-mal uns ignoriert hat, 10-mal an uns vorbeigelaufen ist, ohne uns wirklich wahrzunehmen, haben wir dann mal nachgefragt, wo denn unser Salat bleibt, ob wir vielleicht uns den auch sparen können. Weil er ja eh nicht kommt und daraufhin hat sich die Bedienung entschuldigt und offen zugegeben auch, dass sie den Salat vergessen hat. Also in meiner Kultur ist es so, dass der Salat vor dem Hauptgang gereicht wird. Das möchte ich jetzt hier nur kulturell mal erwähnt haben, wo wir schon beim Thema Kultur sind. So sieht dann der Salat aus, der tatsächlich innerhalb von 2 Minuten dann auch gereicht wurde und dann dachte man, am Anfang, um Gottes Willen, ist das viel Blattsalat. Also, da ist ja kaum irgendwie was Feines drauf. Wo ist der gemischte Salat? Und dann hat man sich aber langsam nach unten gearbeitet. Da war dann noch feiner Kartoffelsalat und irgendwie so Sellerie- oder Rettichsalat. Ich weiß nicht genau. Die Soße war auch richtig gut. Also, auch diesem Salat, diesem kleinen gemischten Salat, würde ich eine 2 geben, der war wirklich fein. Wie gesagt, die Spätzle waren selber gemacht. Bin auch überzeugt davon, dass der Kartoffelsalat selber gemacht war. Das war richtig gut und lecker.
kommen wir langsam zum Fazit. Auch nach dem Nachtisch mussten wir leider betteln. Uns kam das so vor, als wären wir die einzigsten gewesen, die jemals ein Tagesmenü dort bestellt hätten. Ich muss zugeben, da war relativ viel los. Das Wirtshaus hat sich relativ schnell gefüllt. Die Servicekräfte waren gut beschäftigt und trotzdem war das nach dem vergessenen Salat irgendwie noch die Krönung. Die Bedienung meinte natürlich Nachtisch und hat den auch 5 Minuten später gebracht. Und dieses Gericht bewerte ich bewusst nicht. Und zwar aus folgendem Grund. Das war eine schnell und eilig zusammengerührte Dr. Oetker Paradiescreme Geschmacksrichtung Exotik mit einem kleinen Schuss Sahne obendrauf. Würde ich dieses Gericht bewerten müssen, würde ich ihm eine 4 geben, weil das kann ich in 3 Minuten zu Hause selber machen. Und das ist ein bisschen schade, weil das den Gesamteindruck von Salat und Hauptgericht eben massiv nach unten zieht. Schön wäre eine Kugel Eis gewesen oder irgendwas. Aber gut, was soll's, das war halt das Tagesdessert. Und mit der Rechnung hat es dann leider auch nochmal eine Weile gedauert. So, wenn ich das Ganze jetzt zusammenrechne, komme ich beim Essen auf eine 1,75, also eine gute 2. Und beim Service würde ich wohlwollend eine 5 vergeben, sodass wir insgesamt bei 3,3 landen. Also ein befriedigendes Erlebnis insgesamt, geschmacklich hervorragend, wie gesagt. Und was den Service angeht, bin ich rein kulturell halt anderes gewohnt. Ich hätte das vielleicht gar nicht erwähnt, wenn das mit unserem Menü reibungslos geklappt hätte, aber das war, wie gesagt, nicht ganz angenehm, da ständig nachfragen zu müssen. So, und damit bin ich dann durch. Ich hoffe, die Bewertung war fair und angemessen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Hinterlasst gerne einen konstruktiven Kommentar, Abo oder Like, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns hoffentlich demnächst in einem anderen Video wieder. Bis dahin, macht's gut, vielen Dank und tschüss.